Servus, ich begrüße euch bei Rigipsdeckenmontage und allgemein Wände und Decke fertig machen. Man muss ja auch an den Wänden hin und wieder was reparieren. Hier zum Beispiel war es so, im anderen Raum drüben ist ein Kamin. Wir haben eine Kernbohrung gemacht und haben beim ersten Loch von der Mauer hier gemessen. Drüben ist in diesem Haus anscheinend später irgendwann hier eine Wand noch dazu gemauert worden. Vielleicht ist ihnen hier irgendwie die Schallung aufgebrochen. Jetzt war die Wand unten sehr puckelig. Jetzt haben sie davor noch eine Wand hingestellt. Hier kann man sogar sehen, diese aufgemauerte Wand, das ist eine Ziegelmauer. Jetzt haben wir daneben nochmal bohren müssen. Und jetzt sieht man natürlich das Loch. Das muss zugemacht werden, dass das verputzt werden kann. Und auch hier dieses Eisen muss raus. Wenn ich hier einfach so rüberputzen würde, würde man den Rost irgendwann durchkommen sehen. Also muss ich hier auch mit der Trennscheibe hineinschneiden. Die Rigipsplatten werden wir auch an die Leibungen biegen. Einen Mörtel wollte ich für das wenige nicht kaufen und auch einen Kleber nicht. Ein Freund von mir hatte aber so angefangene Säcke zu Hause fürs Mauern, hatte mir einen MBA gegeben, Maschinenputz zum Wandverputzen, aber ich gebe ein wenig Sand dazu, dann passt das schon. Und ich glaube nicht, wenn ich hier jetzt nicht das Richtige hineingebe, dass das Haus zusammenbricht. Wasser, dann dieser MBA-Putz. Und dann nehme ich noch ein wenig 0,3er Sand ist das. So, das mische ich ab. Für so kleine Mengen braucht man auch keine Mischmaschine. Das kann man einfach so mit der Hand anrühren. Und ihr werdet erkennen, das schaut jetzt genau aus wie ein Mörtel eigentlich. Zu flüssig ist er mir noch. Staube ich noch sowas drüber. Jetzt brauche ich eine Bürste. Jetzt befeuchten wir das hier ein wenig. Auch die Ziegel machen wir ein wenig nass, sonst zieht der Putz gleich so schnell trocken. Jetzt dieser Nachbaumörtel hinein, dann Ziegel. Hier noch ein wenig. Kurz ins Wasser gehalten und jetzt kommt hier überall was rein. Ein bisschen was mache ich noch an. So. Wenn der Erich nicht da ist, darf ich seine Brille benutzen. Ich schneide das Eis jetzt raus mit einem falschen Blatt, denn wenn ich hier ein Steinblatt nehmen würde, wäre das gleich stumpf. So, jetzt schneide ich noch einmal von der anderen Seite hinein. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, hier staubt es extrem. Jetzt hoffe ich, dass der Staub rauszieht. Und jetzt kann ich den wenigen Kleber, der noch übergeblieben ist, hier rein. Lasse ich mit einem kleinen Überstand, lasse ich leicht anziehen. Hier auch ein kleiner Überstand. Und dann werde ich das reiben, wenn das angezogen hat. Wische ich gleich weg, diese Spritzer. Und damit ich nicht vergesse, stelle ich mir das Telefon jetzt mit einem Alarm, dass es mich in ca. 30 Minuten erinnert. Alarm in 30 Minuten. Und beim Putz nehme ich ein wenig Wasser, nicht viel, ein wenig Wasser nehme ich jetzt.
nicht viel. Und jetzt kann man hier sehen, ich hoffe, das könnt ihr sehen, dass das vorschaut. Und jetzt schaut das aus, wie wenn da nie was gewesen wäre. Und das wollen wir. So. Hallo. Jetzt habe ich geschaut. Hallo. So, ich habe jetzt schon... Jetzt kümmern wir uns um diese Leibungen. Hier, diese Leiste sind ja gerade, also in der Waage gerade. Und wenn ich hier jetzt die Platte hereinschiebe, die erste, sehe ich aber, dass die Luft hier links weniger ist wie rechts, um einen Millimeter. Jetzt lege ich mir auf der einen Seite diese Platte bei, dann komme ich natürlich nach unten. So. Bohrmaschine. Jetzt sollte die Luft einigermaßen passen. Ja. Und das mache ich jetzt bis hier nach vorne zu. Hier schneide ich Schaumgummi weg beim Heizkörperrohr und gebe eine Wurst BU-Schaum auf die Platte und lege sie rauf, dann ist das wieder isoliert. Hier stopfe ich jetzt noch Steinwolle hinein und hier muss ja eine Leibung herunterkommen. Also hier seitlich ist es klar, hier gebe ich Kleber her und hier kommt sie angeschraubt. Und hier oben muss ja eine Leiste hin, wo ich oben auch anschrauben kann. Jetzt überwinkle ich mir das mit der Wasserwaage nach rauf, mache mir einen Strich. Hier mache mir auch einen Strich. Und jetzt kann ich mir ein UD-Profil anschrauben. Da setze ich immer die Brille auf, denn da können so Eisenspäne wegfliegen. Jetzt habe ich hier etwas Steinwolle hineingestoppt, jetzt sieht man aber, dass sich das durchbiegt. Jetzt werde ich oben Schaum hineingeben und das in die Höhe keilen, damit es dann, wenn der Schaum ausgehärtet ist, quasi in dieser Position bleibt. Jetzt keile ich das. Jetzt ist die Luft hinten parallel. Und wenn der Schaum hart ist, kann das nicht mehr zurück, weil das verbunden ist. Und jetzt will ich ja dieses Rohr auch noch isolieren. Habe ich mir hier angezeichnet. Hier ist das Rohr. Jetzt schraube ich das links und rechts an. Das hält. Hängt durch. Muss ich einfach in die Höhe fahren. So. Jetzt ist das hier bündig. Wenn ich zu viel Druck geben würde, wäre jetzt in der Mitte Luft und zu wenig wäre in der Mitte eine Wölbung. Jetzt schraube ich das hier noch zu und hier noch einen Streifen hinein. Und das war's. Diese eine Leibung habe ich jetzt fertig. Und jetzt mache ich die hier. Dieses Teil habe ich schon abgeschnitten, gemessen, dass ich hier unten bündig bin. Zwei, drei Schrauben noch. Mit diesen Tiefenbegrenzern, das habe ich euch, glaube ich, schon gesagt, oder? Dass es da sowas gibt. Bei der Schraube muss ich aufpassen, dass ich nicht zu tief, oder? Denn wenn ich durch das Papier ganz durchschraube, hält der Schraube nichts mehr. Jetzt kontrolliere ich nochmal nach, ob die Schräge so passt. Denn hier habe ich ja keinen Halt mehr. Jetzt gebe ich hier diese Platte hinein, dass es mir das zurückdrückt. Ein paar Tropfen Schaum hinein. Jetzt hält das. Und unten diese Platte, die kommt dann hierher. Muss ich unten noch ein wenig nachputzen. Und da brauche ich dann aber einen Fliesenkleber oder Flexkleber. Zwei Häufchen hier rauf. Und dann kann ich das hinklopfen, wie es gehört. Denn wenn ich da auch einen BU-Schaum gebe, müsste ich das alles ausspreizen, dass die schön gerade sind. Und mit einem Kleber kann ich das schön klopfen. Jetzt muss ich hier noch nachkratzen, dass es hineinpasst. So, und dann läuft das da hinten schön. Und hier wird ein Kantenschutz gegeben und ein Netz. Und bis hierher circa klebe ich das ab und tue es gerade spachteln. Das hier ist rau. Dann hat das ein Gesicht. Wenn jemand zuschaut, noch nächste Woche oder übernächste, würde mich das freuen, dem Erich auch, die Nase, die würde sich auch freuen, weil es einfach dann Sinn gemacht hat, dass wir gefilmt haben. Wenn keiner zuschaut, ich sage auf jeden Fall Tschüss, Papa, der Erich auch. Also ich habe jetzt den Erich nur nachgemacht, er ist ja nicht wirklich hier. Das wollte er mir überlassen. Daumen rauf, gefällt mir, abonniert den Kanal, damit würdet ihr uns helfen. Tschüss, Papa, bis nächste Woche. Und immer daran denken, eine Rigipsdecke ist keine Holzdecke, keine Schilfdecke, keine Gewölbedecke, keine Ziegeldecke mit eingehängten Ziegeln, keine, ich weiß es nicht. Tschüss.